Es gab in dem ja noch relativ jungen Staat Israel natürlich doch sehr viele Menschen, die eben halt aus Europa direkt, aber eben auch aus Deutschland oder Österreich und so weiter gekommen waren. Und die suchten ihrerseits auch Kontakt, wenn man von unserer Seite her nachfragte. Es war zum Beispiel damals eine, nicht nur in meiner Familie, drei von meinen Kindern, meine ich damit, junge Leute, die nach Israel fuhren, um dort in den Kibbuzim, in diesen Ausbildungslagern sich umzuhören, sich ein Bild darüber zu machen, wie es zur Gründung des Staates Israel gekommen ist und wie das Leben dort weitergeht. Zwei Persönlichkeiten in Israel waren es vor allem, mit denen es zu einer Verabredung von offiziellen Besuchen kam. Das eine war der Präsident Chaim Herzog, der ja selber als Soldat am Zweiten Weltkrieg beteiligt war und den ich dann bei einem staatlichen Gegenbesuch von ihm meinerseits auch in Konzentrationslager, in denen Familienangehörige von ihm gelitten hatten, begleitete. Und das andere war Teddy Kollek, das war der Bürgermeister von Jerusalem. Mit dem entwickelte sich ein wirklich freundschaftliches Verhältnis. Zugleich hatte er ja auch immer, den lernte ich kennen, als ich noch Bürgermeister von Berlin war, zugleich hatte ich mit ihm also auch immer über die Schmerzen und schrecklichen Begleitungserscheinungen von geteilten Städten in Kontakt kam. Und er, ein Jude aus Wien, hatte als Bürgermeister von Jerusalem sich in einer wirklich vorbildlichen Weise darum gekümmert, dass eben sowohl die jüdischen Israelis wie die Palästinenser zu ihren Rechten kamen. Er hat immer dafür gesorgt, dass die ärztliche Versorgung in beiden Richtungen gleich lief. Er hat einmal mit mir am Ostersonntag einen ganz langen Gang durch Jerusalem gemacht und ich kam aus dem Staunen gar nicht heraus, wie er dort von seinen eigenen jüdischen Mitbürgern ebenso wie von den palästinensischen Mitbürgern, die dort waren, voller Hochachtung und Zustimmung überall empfangen wurde.